Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits 6. Staffel und der jetzt 64. Folge, heute in der Vorproduktion am 9.06.24. Bevor es aber losgeht, gibt es ihm ein herzliches Dankeschön. Heute geht's an Stefan Weber. Der Stefan hat nämlich am 30.12.23 auf meinem Zweitkanal das Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1319. Der Stefan verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück bei unserem Traker. Der Traker, der schon recht viel Besitz hat. Ja, also wir haben Ortizia, wir haben Lageta, wir haben Fekaon hier hinten. Da ist es. Dann haben wir noch Torios, Atugea, Garontor, Traktoria, Veron. Reicht aber irgendwie noch nicht, finde ich. Einfach wie in der Tatsache. Wenn wir uns das mal hier anschauen, über die Lehen vom Clan nach Besitzer sortieren, hat unser Erzfeind, beziehungsweise der Sohn unseres Erzfeindes, auch noch relativ viel. Agoron ist noch ein Grundbesitz, Atrion auch, Mikalovea auch, ist nämlich von Epikotea die Burg. Diatma ist ein Grundbesitz, Warshek ist, ja okay, Expansionsbesitz. Ist mir persönlich zu viel, dafür, dass ich ihn ja komplett vernichten möchte, ne? Und um das zu schaffen, denke ich, ist es wirklich ganz ratsam, jetzt wo der Osten wieder rot geworden ist. Die Saka, die greifen ja an, die haben schon geschafft, innerhalb dieses einen Krieges sich Vostrum, Amprela und Bogmelion zu holen. Oh, Melion tritt ein. Sprich Freund und tritt ein. Das könnten wir ausnutzen tatsächlich. Wir halten Fekaon. Wir gehen auch gleich rüber, denn der Krieg gegen die Dryaden, der ist schon gewonnen. Gehen wir rüber nach Fekaon. Halten dort die Stellung. Alles andere darf fallen. Und wir holen uns das später zurück. Oder sogar noch im selben Krieg. Mal gucken. Einzige Problem, was ich natürlich habe, ist diese Tatsache hier, ne? Das mit der Korruption. Wenn ich jetzt wieder hier unten eine Stadt hole, wird das wieder hochschießen, denke ich, auf, weiß ich nicht, mindestens 7, wenn nicht sogar noch höher. Kann aber vielleicht auch gerade so noch reichen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir es auch bis dahin wieder weitere Gebäude auszubauen, die uns ja wiederum, oder Infrastruktur auch, die uns ja wiederum Einflusspunkte bringen. Gut. Wie machen wir das? Wir klappern noch mal ein bisschen unsere Besitztümer hier ab, gucken noch mal wegen der Verwaltung alles durch, klappern dann ansonsten noch Städte ab, weil ich jetzt langsam mal nach mehr Clan-Mitgliedern gucken möchte. Wir haben ja noch Platz für 6 weitere Gefährten, die wiederum in der Lage wären, A, Statthalter zu sein oder aber auch B, eine eigene Truppe zu führen, die wir ja dann kostenlos in die Armee rufen können. Und gut, okay, kostet Geld, ja, gebe ich zu. Kostet sogar recht viel Geld, der Truppenunterhalt. Ich meine, Garnison und Truppenausgaben sind 15.000 zusammengefasst gerade. Jetzt haben wir ja bei Darkius und Windra haben wir ja schon eine relativ starke Truppe von über 100 Mann jeweils. Da können wir mal kurz gucken, ob wir die hier auf Anhieb finden. Gott, es ist immer noch so unübersichtlich, wie ich finde. Ah ja, Windra zum Beispiel 1400, Darkius 1000. Beziehungsweise kann man das ja viel einfacher hier sehen, ich Depp. Glaube ich. Hä? Hier steht aktueller Lohn 710, hier 643, aber hier stehen ganz andere Werte. Ach, dann hatten die noch irgendwelche Ausgaben. Das ist ja wirklich nur reiner Truppenlohn und dann haben sie aber noch irgendwelche Ausgaben wie Nahrung kaufen, Pferde kaufen, blabliblub. Aufwertungen, Training auch. Apropos Training, das ist ein bisschen schade, ne? Also man hat zwar hier über die Improved Garrison Mod hat man zwar Garnisonstraining, aber ich habe irgendwie nichts gefunden bezüglich Truppentraining, ehrlich gesagt. Außer natürlich die Tatsache, dass ich ihnen gesagt habe, wie sie zusammengestellt sein dürfen. Das ist das Einzige. Wieso ist ja eigentlich 50, 25, 25? Habe ich das umgestellt? Ja, wir sind im römischen Spiel schon, Robin, nicht im germanischen. Alles gut. Gut. Taverne. Das ist eine Germanin. Jo, kann ich nicht gebrauchen. Andererseits. Na gut, Medizinskill, aber da haben wir ja. Da haben wir ja unsere Medizinerin schon dabei. Ja, Athletik, Einhand und Werfen. Ja, das ist eigentlich ganz gut für Infanterie. Aber andererseits brauchen wir auch wieder Kavallerie, ne? Also Kavallerie-Leute. Was wird mir hier eigentlich markiert? Achso, unten Armee. Handel. Habe ich jetzt hier noch irgendwas dabei? Ja, Maultier, Reitpferd. Haben wir einen Viehtrieb? Haben wir nicht.
Zelter ist nur eins da. Das würde sich jetzt nicht lohnen, da ein bisschen hin und her zu schubsen. Wir können aber mal wieder ein bisschen nach Nahrungsbonus gucken. Buddha. Haben wir eigentlich gut da, aber ich fülle trotzdem noch ein bisschen auf. Fleisch. Oh ja. Käse. Käse immer gut. Oliven. Bier. Das Ding. Ach, und weil ich es kann, nehme ich noch ein bisschen Wein mit. Gut, jetzt marschieren wir. Ich mache erstmal einen Abstecher in Veron. Also wie gesagt, wir klappern da erstmal ein bisschen unsere Zentrale ab. Sehr schön, da kommt die Friedensverhandlung. 1,4 Millionen müssen sie blechen. Und 10.000 am Tag, uha. Nicer Shit, ich habe 80.000 bekommen. Ich glaube, ich war auch relativ stark an diesem Krieg beteiligt, kann mich aber auch täuschen. Nee, doch, wir waren stark beteiligt. Wir hatten viele Verteidigungsschlachten, stimmt. So, und jetzt gehen langsam die Söldner, wie sich das gehört. Burgverwaltung. Hier ist gerade im Bau Loyalität und Einfluss. Dauert noch, ach du Heilige, 85 Tage. Ja, nicht wenig. Ha. Veron, was macht denn Veron vom Umsatz her? Ist sogar ein leichtes Plus, interessanterweise. Garnison ist schon fast voll. Werden aber bestimmt auch wieder ein paar Leute drinstecken, die halt nicht unsere Kultur sind. Ne? Ja, genau. Ein paar Batani sind drin. Also da geht noch ein bisschen was. Platz haben wir auch noch für die Leute. Das ist okay. Wie ich gerade gesehen hatte noch zwischen den Folgen. Genau, so, so. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich hier noch einmal wenigstens ein Steuereintreiber ausbaue. Das dauert 11 Tage. Ey, das ist super. Das bringt nochmal 10% mehr. Obwohl, was macht das an Unterschied? Großartig. Ja, 35 Geld mehr. Nee, dann lieber die Mauern ausbauen. Dauert 55 Tage. Ah. Dauert mir zu lange, ehrlich gesagt. Nee, sorry, dann nicht. Dann arbeite lieber hier dran. Das ist viel, viel wichtiger, dass wir die Loyalität und den Einfluss bekommen. Loyalität ist immer nur ganz minimal im Plus durch diesen negativen Treuewandel, den wir ja ständig haben, durch die vielen Kriege. Dann ist es mir wirklich lieber, wenn wir hier noch ein bisschen Einflusspunkte mitnehmen. Ja. Gut. Trotzdem gehen wir noch weiter gucken. Traktoria. Ob sich noch irgendwo irgendwas anbietet, bevor wir jetzt hier wieder wochenlang nicht agieren können. Wie sieht's hier aus? Oh, hier ist eigentlich gut aufgeräumt mittlerweile. Im Vergleich zu anderen Burgen. So, er braucht hier gerade auch 85 Tage. Das ist ja witzig. Oh, Nahrung ist ein Problem. Ach je. Ein großes Problem. Ah, war frisch geplündert, deswegen. Ja, okay. Wir haben noch Vorräte, aber die Sicherheit sinkt jetzt natürlich auch. Ja, weniger geplünderten Dörfer. Das tut weh. Das tut weh. Wenn ich jetzt Gärten baue, dauert das 19 Tage. Oder sogar schon mal angefangen zu bauen, wie ich gerade sehe. Ja, soll er erstmal Gärten bauen, dass das hier weniger schnell schrumpft und in der Zeit auch die Dörfer sich wiederholen können. Und danach kann er gerne wieder mit Einfluss und Treue weitermachen. Garontor. Achso, und ich sollte auch mal zwischendurch noch in den Dörfern anhalten, damit meine zwei Kanalien hier noch weiter rekrutieren können. Ja, wer bist denn du? Marunat-Rebellen. Marunat rebelliert? Nee, das ist noch der Clan sozusagen, der immer noch existiert. Garnison. Ja, hier ist noch ein bisschen wilder Haufen, aber es geht, es geht. Nur ganz minimal, so hier die zwei Leute zum Beispiel. Batanislinge, habe ich ja gesagt, dürfen drinnen bleiben. Hier noch ein Germane, ein Driate. Aber es ist in Ordnung, das geht, das kann man mal machen. Das kann so bleiben. So, hier braucht er 109 Tage, ach du Heilige. Ach, hier sind die Werkstätten noch nicht ausgebaut, das erklärt es irgendwie auch. Ja, dann bitte erstmal die Werkstätten wieder ausbauen. Das ist auf lange Sicht wirklich eine Investition wert. Ja. Gut. Hier können wir mal kurz anhalten gehen. Jo, wieder 5 Leute mehr. Wir gehen weiter. Mal gucken, was hier noch im Krieg passiert gegen die Saker. Wir sind schon bei Halbzeit, mehr oder weniger.
Da ist noch ein bisschen was drin, aber es ist die Frage, was ziehen wir raus? So, hier brauchen wir gerade noch 30 Tage für. Das ist sehr gut. Befestigung ist noch nicht auf Maximum. Werkstätten ist auf Maximum. Nahrung sieht noch okay aus. Garnison ist noch nicht voll. Dementsprechend ist Nahrung eigentlich nicht okay. Dann bitte erstmal Obstgärten. 16 Tage. Hey. Hey. Handel? Hatte ich jetzt hier irgendwie mal vielleicht zufällig ein bisschen zu viel Getreide dabei oder so? Nee, auch nicht, verdammt. Zelter sind ein paar da. Dann Runzig raus, Hobby raus. Huch, jetzt habe ich irgendwie ein Reitpferd gekauft. So, machst du erstmal so. Ja. Muss jetzt peu à peu aufgestockt werden, unser Zeltervorrat. Okay. Dorf anhalten. Nach Hageta hoch. Dann rüber nach Hertogea und dann einmal durch nach Torios. Wieso habe ich eigentlich nicht rekrutiert? Achso, ich habe einfach. Na, okay. Der eine hier. Der hat sich jetzt gelohnt. Ja. Okay. Hoch nach Lageta. In der Zwischenzeit sind unsere Gefährten noch schön mit am Skillen. Das gefällt auch. Hat die Roda jetzt auch endlich mal wieder am Vogt weitergemacht. Garnisonssold um 20% senken. Ei. Ja, bitte. Gucken, wir sind jetzt beim Garnisonssold von. Mist, wo steht sie nochmal drin? Lageta steht sie drin, oder? 1800 Garnisonssold in Lageta. Immer noch 1800. Hä? Habe ich sie reingesetzt? Doch, Lageta. Vielleicht mal kurz ein bisschen laufen lassen. Mal so einen Ingame-Tag vielleicht. Vielleicht aktualisiert sich das nicht sofort. Oh. Irgendwelche Rekruter von mir wurden zerstört. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert mit diesem Garnisonssold verringern um 20%. Ich bin mir nicht sicher. Da steht immer noch minus 1800, aber vielleicht kommt es wirklich erst mit dem Tageswechsel. Andriate. Oh, der ist aber gut. Er hat viele Fähigkeiten. Der könnte auch reiten. Ha, er ist aber auch schon 55 Jahre alt und schon Stufe 19. Da können wir nicht mehr viel justieren mit seinen Perks. Nee, ich sollte vielleicht doch wirklich mich fokussieren auf Römer, die ich dann nämlich auch zur Not irgendwo als Statthalter einsetzen kann. So, was können wir hier noch Schönes machen? Oliven können wir hier auf jeden Fall noch machen. Trauben? Ja. Fisch. Oh. Oh. Mir geht der Fisch aus. Ja, Mensch, wer hätte das noch gedacht, dass das mal passieren wird? Okay. Zelta? Oh, nur eins. So schlecht. Ach komm, das Maultier kann auch mittlerweile weg. Ah. Okay. Stadtverwaltung. Du brauchst mal wieder ein bisschen Baukapital. So. Ansonsten, in 13 Tagen gibt es hier endlich einen Fortschritt. Das gefällt mir. Nahrung ist genug da, Sicherheit ist genug da, Treue ist trotz minus 5 Treuewandel immer noch da. Das ist erstaunlich, muss ich wirklich gestehen. Dadurch, dass ich ja die Roder hier eingesetzt habe. Nahrungsverbrauch 42 Getreide am Tag. Uiuiuiui. Das ist nicht wenig. Das Buswohlstand, Forum ist schon ausgebaut. Obstgärten. Okay, es passt aber, weil die Garnison ist eigentlich schon fast vollständig hier. Jetzt wird nur noch trainiert. Okay. Gut, auf nach Hertogea, dann nach Torios. Zwischendurch noch in den Dörfern anhalten, was ich immer wieder vergesse. Ich weiß nicht warum. Ah, es wurden gerade Werkstätten abgeschlossen in Hertogea. Da passt ja wie Arsch auf Eimer. Sehr schön. Guck mal, dass ich hier Oliven mitnehme. Ah, passt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wann wir wieder dazu kommen, vernünftig einzukaufen während der Kriege. Epinosa wird gerade belagert, okay. Garnison war hierbei nicht vollständig und ist auch noch gemischt. Okay, also ist hier, was Sicherheitswandel angeht, noch ordentlich was drin.
ist auch notwendig, wie ich finde. Wir haben zwar ein leichtes Plus, aber der Sicherheitswandel ist noch nicht auf höchsten Minus. Oder niedrigsten Minus, ihr wisst schon, wie ich es meine. So, 88 Tage, bis das durch ist. Ach du Heilige. Die Werkstätten sind jetzt aber schon auf Maximum. Nahrung ist nicht so geil hier. Eigentlich müssten wir mal die Feuerstellen steigern, ehrlich gesagt. 71 Tage. Ja, soll er das einmal machen hier? Dauert ja wieder fast 3 Monate. Okay, jetzt aber mal rüber. Wir machen noch Abstecher hier in den Dörfern. Und in Rotea. Rotea. Dass wir da vielleicht noch Glück haben und noch einen geeigneten neuen General dazu holen. Aber schön, dass das jetzt endlich funktioniert, dass sie jetzt wird. Oh, wow! Richtig zuschlagen sogar teilweise. Gerade 11 Leute rekrutiert. Warte mal, hier gibt's Getreide. Bisschen noch Vorrat mitnehmen. So. Lageta. Also der Sold von Lageta ist irgendwie noch höher geworden. Hab ich mich da irgendwie verlesen, verguckt, verklickt? Als Statthalter. -20% Garnisons. Ach, in regierter Burg! Ja, gut, sie regiert eine Stadt. Ah, ich Blindfisch. Ja, gut. Du bist doch eine Karthagerin, ja. 27 Jahre alt, Stufe 12. Da ist noch was drin, tatsächlich. Aber karthagischen Besitz will ich ja nicht. Ich will ja römischen Besitz. Nee, ich konzentriere mich wirklich auf Römer. Ist jetzt mein Entschluss. Achso, Moment, hab noch was vergessen. Keine Zelter. Euer Ernst? Mann. Tschüss. Gut. Gehen wir endlich mal in Richtung Front. Ich muss es wiederfinden. Torias? Wo ist Torias nochmal hin? Ach, da. So unscheinbar die Burg. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir ein paar Pferdeherren verprügeln oder nicht. Also mir wäre es lieb, wenn nicht, ehrlich gesagt, damit sie sich halt nicht an mir die Zähne ausbeißen. Und, ups, was war das für eine Taste? C für Charakter, okay. Und stattdessen lieber da nördlich von Fulcar ein bisschen Stress machen. Beziehungsweise nicht nur Stress machen, sondern sogar erfolgreiche Eroberungen machen, was uns wiederum die Möglichkeit gibt, das zurückzuerobern. So, das wird ja langsam was hier. Alles klar. Na, ich will es mal nicht übertreiben, weil es kostet jetzt alleine schon wieder fast 32.000 hier. So, weiter geht's. Torios. Ich weiß, wir können doch deutlich mehr Zelter mitnehmen, aber nicht immer so zu viel auf einmal kaufen. So, Garnison ist von der Anzahl her in Ordnung, vom kulturellen Status her auch in Ordnung. Wunderbar. Burgverwaltung. Ach du Heilige, ihr habt nichts zu essen. Ich sehe schon. Die sind nicht geplündert worden. 82 Tage würde er jetzt dafür brauchen. Dann lieber erstmal Feuerstelle, aber vorher noch die Gärten. 16 Tage Gärten. Den Rest dann hier, ja. Aber erstaunlich, trotz Nahrungsmangel sind sie fast überall im Plus. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Geben wir ihm mal noch einen ordentlichen Puffer dazu. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Plus. Okay. Was will ich hier? Mann. Wir könnten noch kurz in Lycaron anhalten. Ja, doch, machen wir mal. Wir halten in Lycaron an und dann gehen wir mal rüber nach Lycaron, gucken da wieder nach der Verwaltung und dann möchte ich ehrlich gesagt nicht aktiv in diesem Krieg sein, sondern nur passiv, also dass wir nur reagieren. Mir wäre es wirklich lieb, wenn sie sich jetzt noch Mycia und Argoron schnappen. Zumal Argoron bzw. auch Dertmar wollten wir ja als eigentliche Heimat deklarieren. Da ja unsere Arine dort geboren ist. Unsere Halbschwester. So, bin ich jetzt da? Aber nicht, okay.
Strafe mich lügen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber ich möchte meinen, dass es da mal irgendwie so eine Faustregel gab, wo, also in welchen Städten neue Charaktere spawnen. Also Charaktere im Sinne von hier in der Taverne, die Helden, die wir anrufen können. Ist das immer noch so? Weiß das zufällig jemand? Und wenn ja, ist es dann vielleicht auch wirklich in Poros immer noch so? Okay. Ja, die ersten 1000 Pferde haben wir. Und das kostet so viel Geld. Oh Mann. Achso, ich wollte noch gucken wegen Essen wieder. Bier. Dattin. Fleisch. Oliven. Fisch. Zwar teuer wie Sau hier, aber irgendwas müssen sie ja mampfen. Okay, das sollte erstmal für eine ganze Weile reichen. Ja, über einen Monat reicht das. Alles klar, wir gehen mal gucken in Fyrkaon und dann gehen wir gucken, was die Front im Allgemeinen so macht. Sind bloß kleinere Rebellen unterwegs? Oh. Ey, Beschleunigung bitte. Danke. Mopsgeschwindigkeit. Ah, Epinosa machen sie. Aber es ist die Frage, was machen sie nach Epinosa? Das ist für uns jetzt wirklich entscheidend, auch für die Zukunft. Oh, da hat es geknallt. Da hat es irgendwo geknallt. Epinosa wurde erobert, aber Montschuk hat dabei 14% seiner Gesamtstärke verloren. Der hat massivste Verluste gemacht bei der Schlacht, bei der Eroberung. Für Eroberungswert von 2,5% hat er 14% geopfert. Hi! Jetzt ist die Frage, was er noch durchbringen kann. Er müsste ja wahrscheinlich erstmal Lohana holen, bevor er sich dann in Richtung Argoron und oder Mycea traut. Oder er holt sich erst Yogoris, bevor er Richtung Mycea geht. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Es bleibt interessant. War ich jetzt eigentlich schon mal hier drin? Bin mir gerade unsicher. Ei, nein, ich war definitiv noch nicht hier drin. Sorry, wenn ich gerade noch nicht so rede wie sonst hier, mit Elan und was nicht alles. Bin gerade erst aufgestanden, ich habe ein bisschen verpennt heute. So, Sicherheit ist gut, Garnison ist gut, Miliz ist schön niedrig. Ja, hier ist nicht so der Wachstum, das Wachstum drin in Saldanis. Wahrscheinlich haben die gerade eine Quest offen. Okay. Nahrung ist ein Plus. Garnison gucke ich mir gleich noch an. Am besten sofort. Moment. Garnison. Wo ist sie denn schon wieder hin? Hier, ne? Ja. Das sieht ordentlich aus. Sehr gut. Ja, können wir so lassen. Okay, Verlies. Noch irgendwas drin, was ich brauchen kann? Nee. Taverne. Da ist tatsächlich jemand triatisch. Nee, danke. Okay, dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Ja, 5 Tage. Okay, das lassen wir durchrattern. Die 5 Tage lassen wir gerne durchrattern. Und danach könnte man sich hier einfach nochmal ein Forum bauen. Und wir bleiben mal hier in der Nähe gerade. Ach, scheiß drauf. Ich mach das sofort mit dem Forum. 21 Tage und danach nochmal 5 Tage. Ja. Okay. Jetzt gehen wir mal gucken, wo sie sind. Also wenn ich sehe, dass eine Armee in Richtung meiner Besitztümer unterwegs ist, dann werde ich die natürlich bekämpfen. Aber wenn ich sehe, dass die irgendwo nördlich von Tvikaon was belagern wollen, werde ich schön die Füße stillhalten. Wir müssen gegen Ascheron und seine Familie jetzt langsam mal vorgehen. Die müssen geschwächt werden. Ah, Burghauswächter. Meine Rekruter wurden wieder vernichtet, verdammt Axt. Ah, Mist, Lantanor ist unterwegs. Mann, was hat der vor? Der möchte Melion zurückbelagern. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber wenn er da belagert, zieht er auch die feindlichen Armeen in die Richtung, weil die verteidigen wollen. So, Windra, meine Liebe, du bist stärker geworden, finde ich gut. Kampfskills hat sie ja eigentlich schon. Wenn auch noch nicht gut. Aber sie hat welche.
Nein. Ganz ehrlich, es macht am meisten Sinn tatsächlich, wenn man sie in Führung und Vogts geht, die Leute. Dann einmal so und dann hier für Führung und gleichzeitig Ausstrahlung und Handel, was sie ja auch braucht als Truppführerin. Kriegt sie den, aber Führung und Vogt gehen schön Hand in Hand für Statthalter-Perks. Vielleicht kann sie ja zur Not irgendwann auch als Statthalterin irgendwo einsetzen. Auch wenn sie batanisch ist, also gallisch. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja die ganze Geschichte hier noch ganz anders, als ich es geplant habe. So, ursprünglich wollte ich hier reingucken. Okay, habe ich schon. Gut. Dann gucken wir auch nochmal hier. Ja. Können wir nochmal weiter dazu holen. Oh, nee, jetzt habe ich schon Viehtrieb, wa? Ja, jetzt fängt der Viehtrieb an. Alles klar. Gehen wir auf 1050 runter. Das ist auch schon Viehtrieb. Okay, dann nicht. Ach komm. 1000 Pferde reichen erstmal, bis wir den nächsten Trupp ranbekommen. Da muss ich wieder ein paar hundert Leute ranholen. Hey. Das Blöde ist, wenn jetzt Lantanor da wirklich belagert und es kommt zu irgendeiner Schlacht, kann das schon das Kriegsende sein. Ich will nur mal gucken, wo die sich hier gerade rumtreiben. Das müsste ich auch mal nah genug ran, damit ich auch Gegner sehe. Oh. Das wäre so ein leichtes. Tut das gerade weh. Der Gegner ist irgendwo hier oben gewesen. Er hatte gerade erst frische Pinosa geholt, aber okay. Er hat saumäßig viele Verluste gemacht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Quatsch, nee, nicht Halvor. Wir sind bei Traka. So. So. Wir belagern das Ding. Das könnte ich ja dann wunderbar auch für mich beanspruchen. Obwohl auf der anderen Seite, eigentlich ist das doof, was ich hier gerade mache. Eigentlich ist das wirklich doof. Wisst ihr auch warum? Zum einen kommen da gerade 720 Männer von Tulak. Und zum anderen, wenn ich hier belagere, greifen sie hier als nächstes an. Ich will aber, dass sie hier hinten angreifen. Sie sollen wirklich hier erobern, damit ich das für mich holen kann. Damit wir unser eigenes Zentrum von Westen rüber verlegen können nach Osten. Weil ursprünglich wollten wir ja hier unsere Heimat gründen, unseren Kern gründen. Den Sitz unserer Macht gründen, wie auch immer. Oh, das könnte jetzt doof laufen. Das könnte jetzt sehr doof laufen. Das könnte super doof laufen. Ich könnte aber auch Glück haben, dass wir vielleicht mal ein bisschen schneller werden. Und einfach die falsche Taste drücken. So. Ja gut, wir sind schnell genug. 300 berittene Bogenschützen, oh Mann. Infanterie, Fernkampf und Kavallerie. Immer ausgehebelt. Zumal wir haben mittlerweile 100 Kavalleristen. Was hat er eigentlich vor? Jagt er mich jetzt immer noch? Oder versucht er vielleicht... Ja, er jagt mich. Amprela-Verteidigung, ja. Jetzt geht er woanders hin. Jetzt will er hier Yogoris belagern. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Askeron hat Nami ausgehoben. Okay. Dein Ernst? 2000 Mann. Why not? Man hat ja sonst nichts zu tun. Holy moly. Sammelt sich noch bei Samatha. Hier, ja. Okay. Bisschen schade finde ich jetzt, dass Tulak nicht angefangen hat, Lantanor zu bekämpfen. Jetzt Askeron mit 2000 Mann, das kriegt der nicht aufgehalten. Hier, Akrom, jemand da guckst du. Guckst du, Feind. Böse, viel. Was jetzt so? Es soll für Magistrate abgestimmt werden. Plus 1 Sicherheit in jeder Stadt. Dafür sinkt aber auch die Besteuerung um 5%. Ich muss gestehen, ich finde das gut. Aber das Problem ist, Askeron stimmt auch dafür. Und wo er für stimmt, stimmen wir nicht auch für. Deswegen sage ich enthalte mich.
Zumal meine Einflusspunkte ja auch wirklich teuer verdient sind. Oh, wir machen mittlerweile plus 3 am Tag. Sehr schön. Onira? Onira ist auf jeden Fall näher dran, ja. Und römisch. Ha. Hat auch 3 Dörfer, ne? Hat 3 Dörfer. Lantas, Latusis und Parasemnos. Das ist Salz, Lamm und nochmal Salz. Hm. Ist wirtschaftlich nicht ganz so geil. Aber könnte auf jeden Fall gut Nahrung bringen für starke Garnisonen. Und damit hätte man hier vielleicht auch so einen Wellenbrecher gegen alles, was irgendwie aus Süden und aus Osten kommt. Andererseits ist da Danustica für besser geeignet. Warte mal, Vostrom ist aber auch nicht weit weg. Ich überlege nämlich wirklich, ob ich nicht wenigstens einen neuen Besitz aus diesem Krieg mit rausnehme. Und dadurch, dass jetzt hier 2000 Mann mit Askeron stehen, 500er Armee gerade Melion belagert, noch eine weitere 500er Armee von uns hier irgendwo unterwegs war. Ah nee, das waren Feinde, stimmt, das waren Feinde. Hm. Ich mache mir mal Gedanken zwischen den Folgen, liebe Leute. Tut mir leid, dass es heute ausnahmsweise mal eine Folge ohne Kampf war, aber es war trotzdem wichtig, was wir hier besprochen haben, was ich euch gezeigt habe, was wir in die Wege geleitet haben. Ampreda ist am Rebellieren. Ai. Es könnte eventuell sein, weil ich es belagert habe. Das könnte tatsächlich daran gelegen haben, dass ich nochmal so einen letzten Schub gegeben habe, so einen Clanstoß. Mhm. Aber gut, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!